Hallo, herzlich willkommen zum Türchen Nummer 8 unseres Adventskalenders. Ja, den Adventskalender hat ja die liebe Nadine vom Kanal Das Kleeblatt ins Leben gerufen. Na, das ist jetzt unser zweites Mal oder drittes Mal, ich bin mir nicht ganz sicher, dass wir zur Adventszeit einen Adventskalender machen mit mehreren YouTubern und ich finde, das macht immer richtig viel Spaß und habe mich gefreut, dass ich auch dabei sein darf. Gestern war ja die liebe Lola dran, ne? Ihr Kanal heißt Miss Pink Panther. Und ich werde alle Kanäle unten in der Infobox mal verlinken, dass ihr euch alle Türchen angucken könnt, wenn ihr möchtet. Ich gedacht, ich werde diesmal einen festlichen Look schminken. Den habe ich jetzt ja schon fertig, habe ich aufgenommen und könnt ihr im Anschluss gleich sehen. Na, und das ist dann ja dieser hier schön mit viel, viel Glitzer dabei. Und morgen ist übrigens die liebe Nadine dran, davon das Kleeblatt. Und ja, da kommt dann ihr Videotürchen Nummer 9 und so weiter. Und da könnt ihr dann, wenn ihr möchtet, auch noch jeden Tag ein Türchen anschauen. Ne? Ja, mache ich eine kleine Verlosung für euch. Denn dann habt ihr ja auch noch mal was Spannendes, ne? Weil ist ja leider so, dass nur einer gewinnen kann. Aber es macht ja trotzdem immer Spaß mitzumachen. Und ja, Gas und Spannung. Und ich habe gedacht, ich habe hier so schöne Barbour-Ampullen, Power-Serum-Ampullen, ne, mit Retinol. Das sind diese hier. Und die soll es in meinem Türchen zu gewinnen geben. Ne? Und dann einfach einen Hashtag Weihnachten. Und dann nehmt, weiß ich, ihr nehmt an der Verlosung teil. Zur Verlosung werde ich unten in der Infobox nochmal alle Infos reinschreiben. Genau. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuschauen, ne, wie ich mich geschminkt habe, wie ich diesen Look gemacht habe, welche Produkte habe ich benutzt. Ja, Make-up habe ich schon drauf. Da habe ich von Rival de Loop das Natural Lift Make-up. Mag ich ja sehr gerne. Habe ich aufgetragen. Als Puder habe ich von Make-up Coach das Zauberpuder mit Simsalabim gemischt. Ne, habe ich hier drin. Und ich habe von Riva Loves Me das Pastel Breeze als Bronzer benutzt. Und das Rouge ist von BH Cosmetics, das Chocolate Strawberry Trüffel. Na, das sind, diese Farben sind schön frisch. Ich habe die beiden hauptsächlich benutzt. Ne? Ich gehe da so mit dem Pinsel dann durch. Für die Augenbrauen habe ich von Catrice den Brow Colorist benutzt. Diesen hier. Und da passt die Farbe so richtig gut zu meiner Haarfarbe und so weiter. Und von BECA habe ich diesen Lippenstift benutzt. Ich kann leider nicht lesen. Also ich habe schon versucht, auch mit Brille, wie die Farbe heißt. Also so schaut er aus. Ne? Und so dann auf den Lippen. Genau. Und jetzt kommt die Palette. Da möchte ich ja von Riva Loves Me die Frosty Pump benutzen für mein festliches Make-up. Denn der ist auch schön Glitzer und Glitzergel auch noch drin. Und die benutze ich heute dafür. Ich werde dazu Pinsel benutzen diesmal. So. Ja, genau. Ich möchte ein grünes Augen-Make-up schminken und dazu werde ich diesen Grünton nehmen. Ich werde vorne das Helle nehmen und ich mache das jetzt einfach mal und ihr seht dann, wie ich dieses festliche Make-up für mein, für unser Weihnachtsfest, was ich da gemacht habe. Das ist hier nur so ein bisschen Glitzer hier vorne an. Und jetzt gehe ich in den Grünton, der auch ein bisschen glitzert. Wenn ihr das mit der Hand auftragt, kommt viel mehr Farbe drauf. Ich will das nicht ganz so kräftig haben, aber schön glitzerig. Deshalb mache ich das heute mit dem Pinsel. Na, braucht ihr auch nicht abklopfen. Ihr seht schon, dass es ganz sanft ist, wenn ihr das mit dem Pinsel auftragt. Und das hat so richtig schön da Glitzer drin, ne? Also ich finde so für Feierlichkeiten finde ich das richtig toll, wenn das Augen-Make-up auch ein bisschen glitzert. Und gerade so zu Weihnachten oder Silvester darf das ruhig ordentlich glitzern. Dann haben wir hier noch ein bisschen dunkleren Grünton, Grünblau so, würde ich das sagen, so ein Türkis. Das mache ich mir hier hinten drauf. Im äußeren Augenwinkel. Einfach einen dunkleren Ton.
Und der ist auch so richtig schön glitzernd. So. Macht das jetzt noch mal ein bisschen mit dem Finger. Und dann seht ihr, dass da gleich viel mehr Farbe drauf kommt. Tupfe ich bis nach vorne hin so ein bisschen. Weil ich finde gerade, es kann ruhig ein bisschen mehr sein. Na? Also entweder so mit dem Pinsel, ein bisschen sanfter. Oder wenn man das mit dem Finger macht, dann kommt da ordentlich Farbe rauf. Und ihr habt so einen richtig schönen Glitzer auf dem Auge. So, finde ich richtig, richtig schön. Am Anfang dachte ich, als ich die Palette das erste Mal ausprobiert habe, oh, dieses Grün, das ist nichts für mich. Aber ich finde es jetzt doch schön. Ist ja manchmal so, ne? Dass man das beim ersten Eindruck ist man noch nicht begeistert, aber dann kommt das. So, vorne werde ich gehe noch mal mit dem Finger hier in dieses Helle. Und werde mir das hier vorne noch mal so ein bisschen im Augeninnenwinkel ein bisschen Glitzer. Na? Und dann haben wir ja hier so zwei schöne Farben. Einmal dieses hier, das ist so ein ganz helles Rosébraun, würde ich sagen. Und einen dunkleren Braunton und die benutze ich jetzt auch. Na, dann nehme ich mir so einen Lidschattenpinsel. Ich gehe erstmal in dieses hellere. Das klopfe ich jetzt aber ein bisschen ab und gehe einmal hier über den beweglichen Augenlid entlang damit. So. Genau, ich überlege gerade, welche Farbe ich jetzt noch verwenden könnte, aber ich glaube, ich nehme doch das dunkle Braun. Das ist dieses hier. Ich jetzt mal rein und da werde ich nur hier so ein bisschen so dieses Dreieck hier so ein bisschen rein malen, ne? Damit das hinten so ein bisschen hoch kommt. Mein Auge geht hinten so ein bisschen nach unten und so hole ich das so ein bisschen wieder hoch, so ganz hier am äußeren Augenrand mit dem braunen, dunkleren Braun halt, ne? Und das wird gleich verblendet. Ich nehme jetzt so einen schmal gebundenen Pinsel, gehe noch mal in dieses Grün, das ich fürs bewegliche Augenlid hatte, und das trage ich mir hier unter noch mal auf. Na, so ungefähr bis zur Hälfte, da wird es dann ein bisschen dünner nach hinten hin, also in die Mitte hin meine ich. Na, hier ruhig ein bisschen mehr. Und dann zur Mitte ein bisschen dünner werden und so auslaufen lassen, ne? So. Ja. Jetzt ein bisschen verblenden. Da habe ich ja immer diesen bisschen puscheligeren Pinsel, der aber nicht zu weich gebunden ist. Und da verblende ich so ein bisschen die Kanten mit. Es geht übrigens sehr gut. Die lassen sich sehr schön verblenden. Unten geht das so schön ineinander über, da brauche ich gar nichts verblenden. So. Jetzt kommt Kajalstift. Da habe ich hier von Avon diesen Glitzer, ne? Mit in dunkelgrün. Und da gehe ich hier oben am Ende vom, ja, am Rand hier einmal hoch, mache hier so einen kleinen Wink und gehe. Diesmal glaube ich, gehe ich komplett drüber, werde nach vorne dünner, aber ich gehe diesmal bis ganz nach vorne, direkt am Wimpernkranz und hinten werde ich dicker und mache mir so einen kleinen Wing nach oben, ne? Um mein Auge noch mal so ein bisschen hochzuholen. Ich glaube, so sieht man auch schon den Unterschied, ne? Und das mache ich hier jetzt auch. Wie gesagt, nach hinten dicker werden und dann gehe ich hier hoch und mache mir einen kleinen Wing. Ja, wie das so ist, eine Seite wird immer schöner, ne? Diese ist, die finde ich ein bisschen schöner, ein bisschen dezenter. Was geht, ne?
So, und jetzt möchte ich, weil wir ja hier noch diesen schönen Glittergel haben in der Mitte, dann nehme ich mir diesmal einen Pinsel für. Nehme ich diesen. Vielleicht nehme ich diesen. Gehe in diesen Glitter. Nimm davon so ein bisschen was auf. Und tupf mir das hier nur im äußeren Augenwinkel entlang meines Lidstrichs. Und habe dann hier richtig schönen Glitzer. Das habe ich gesehen bei Beauty by Flauschi, heißt sie, glaube ich. Irgendwie so oder so ähnlich. Die hat das nämlich gemacht und das fand ich sehr hübsch. So, habe ich mich inspirieren lassen. So, jetzt noch die Wimperntusche. Welche nehme ich denn da? Möchte ich eine haben, die richtig schön kräftig ist? Ich glaube, ich nehme die High Sky von Maybelline. Ne? Und dann nochmal ordentlich mehrmals die Wimpern tuschen, bis sie richtig schön Volumen haben und ein bisschen Länge. Ich gehe meistens dreimal rüber. So, ich möchte heute noch mehr Volumen haben. Und man kann dann auch zwei Wimpern tuschen benutzen. Also ich habe jetzt die Sky High benutzt. Und die ist nämlich schon nicht mehr so viel drin und deshalb ist mir das jetzt nicht genug. Jetzt gehe ich mit dieser hier von Maybelline, die Push It Up Drama. Damit gehe ich jetzt auch nochmal rüber. Ja, wenn ihr dann zwei tolle Wimperntuschen habt, die eine gibt vielleicht Volumen, die andere mehr Länge, dann kann man auch beide benutzen und hat noch ein bisschen mehr Wimpern. So. Na, das macht was aus. Diese Wimperntusche soll ja die Wimpern so ein bisschen anheben und ordentlich Volumen geben. Die zweite hier von Maybelline. Tja, so ein bisschen hebt sie die auch an, sehe ich jetzt gerade hier im Spiegel. So reicht mir das. Das ist dann mein Make-up-Look für die Feiertage. Ne? Schön mit viel Glitzer. Und dafür ist diese Palette richtig toll. Am ersten Mal benutzen war ich nicht ganz so begeistert. Aber sie funktioniert doch richtig, richtig gut, muss ich sagen. Auch mit Glitzer und so. Für feierliche Anlässe richtig toll. Ja, dann mache ich mir jetzt die Haare noch. Da habe ich, wo habe ich sie jetzt hingelegt, habe ich mir eine Spange. Hier ist sie. Die habe ich ja von Maus Schneiderlein. Und da sagte ich ja schon, wenn man so nur ein paar Haare mal zurückstecken will, ist so eine kleine Klammer richtig toll. Und ich werde die Haare jetzt einmal. So, Haare einmal durchgekämmt. Und dann habe ich mir dieses Volumenpuder bei DM geholt. Das ist von Balea. Und wollte das ja mal ausprobieren. Und ich finde, das funktioniert ganz gut. Ich mache mir so ein bisschen was auf die Hand. Ne? Und ich will ja Volumen im Ansatz. Deswegen mache ich mir das so ein bisschen hier vorne im Ansatz rein. Ne? So, und ihr seht schon, das funktioniert echt gut. Jetzt könnte ich die Haare so ein bisschen frisieren. Also so, ne? Und wenn meine Haarspitzen so ein bisschen spröde aussehen, dann kann ich hier, habe ich jetzt gerade von Alcina so eine Sprühkur. Bisschen was reinsprühen und mache das damit noch mal, ja, sieht das dann noch mal ein bisschen geschmeidiger und glänzender aus, ne? So, und jetzt könnte ich auch sagen, ich lasse das so und trage es offen, ne? Oder ich nehme jetzt diese Spange, was ich auch immer schön finde, weil das praktisch ist, dann hast du keine Haare, die ins Gesicht fallen.
Mein Pony lasse ich raus. Hier das und das. Und dann nehme ich den Rest hier so ein bisschen hoch. So. Und kann man dann auch noch mal so, um ein bisschen Volumen zu haben, hier so ein bisschen nach vorne rücken, drücken, mit der Klammer dann befestigen, dass es dann auch so bleibt. Und durch die Haare hier hinten habe ich dann auch einen schöneren Hinterkopf. So. Und dann könnte ich das auch so tragen. Wie ich das jetzt Weihnachten mache, weiß ich noch nicht. Ich finde dieses jetzt hier sehr, sehr praktisch. Ich könnte mir jetzt die Haare auch noch mal mit dem... Ich habe ja so einen Dyson Dupe, also nicht den Original, der nachgemachte. Der funktioniert aber ganz gut. Und dann könnte ich mir hier auch noch unten noch so ein bisschen eindrehen. Ja, und das ist denn mein Look für die Feiertage. Ne? Schöne, große, auffällige Ohrringe. Passende Armband dazu, ein bisschen Schmuck muss ja auch sein. Ich finde das immer toll, wenn man sich so zu Weihnachten schick macht. Und ja, ein bisschen Glitzer. Und so kann man denn Weihnachten feiern. So, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Und wer diese Ampullen gewinnen möchte, ne, einfach mit einem lieben Kommentar und dem Hashtag Weihnachten, ne, weiß ich, ihr nehmt an der Verlosung teil. Alles andere lest ihr unten in der Infobox. Und ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.